Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag, zu meinem letzten Vortrag bei den TUX-Tagen, und zwar zu einem ganz besonderen, zu einer Vorschau für ein Programm, was tatsächlich unterm Weihnachtsbaum liegen wird, hoffen wir es mal. Und das ist der sogenannte Linux Assistant. Ich öffne den einfach mal. Und ich möchte in diesem Vortrag so einen kleinen Ausblick darauf geben, was einen da erwartet, für wen das ist und was für Funktionen mittlerweile schon funktionieren und warum ich das tatsächlich als schon starke Neuerung sehe, die die Linux-Welt alle vielleicht, wenn es klappt, ein Stückchen näher zusammenrückt. Erstmal, das Ziel des Linux Assistants ist tatsächlich, den Linux-Nutzer in seinem täglichen Gebrauch von dem Rechner zu unterstützen. Das zeichnet sich erstmal hauptsächlich durch eine sehr, sehr smarte und weitreichende Suche aus, in der man einfach genau das eintippen kann, was man gerade braucht, und dann soll man das dann später öffnen können. Das ist natürlich noch gerade in der Mache, aber das ist am Ende das Ziel. Außerdem auch nochmal den Linux-Nutzer in administrativen Fähigkeiten zu unterstützen. Das Coole ist tatsächlich, dass der Assistant nicht nur auf Linux Mint, nicht nur auf Ubuntu und so weiter laufen soll, sondern er soll langfristig auf jeder größeren Linux-Distribution laufen und auch tatsächlich diese so unterstützen, wie die Distribution auch, ich sag mal, von sich aus gedacht wurde. Das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt hier gleich dann automatische Updates einrichte, wird beispielsweise bei Linux Mint die automatische Update-Prozedur von Linux Mint wirklich gewählt. Bei anderen Distributionen wird dann auch teilweise anders gehandelt. Beispielsweise, dass dann Unattended Upgrades automatisch eingerichtet wird. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, was aktuell drin ist, und erzähle noch etwas über die Features, die vielleicht oder hoffentlich auch noch unterm Weihnachtsbaum liegen werden. Also ich würde sagen, lasst uns starten. Wir haben hier eine ganz kleine Einführung. Das ist noch eine Beta. Auch das Thema ist wahrscheinlich noch nicht final. Also da lässt sich sicher noch ein bisschen was machen. Und ich würde sagen, wir wählen hier einfach mal Next aus. Und dann versucht erstmal der Linux Assistant, unser System richtig zu erkennen. In dem Fall hat er das ganz gut gemacht. Wir haben das System Linux Mint 21, was ich hier gerade habe, mit einem Cinnamon Desktop und der Sprache Deutsch. Ihr seht, okay, das System ist gerade noch auf Englisch. Das stimmt leider. Hoffentlich wird aber dann unterm Weihnachtsbaum auch schon direkt eine deutsche Fassung verfügbar sein. So, ich wähle in dem Fall, ja, mein Recognize System ist korrekt. Ansonsten kann ich das hier auch relativ einfach nochmal einfügen. Also welche Distribution wir haben, das ist momentan nur eine kleine Auswahl, das werden noch mehr. Also es wird angestrebt, 5 Distributionen zum Start zu unterstützen. Das wäre Ubuntu, Linux Mint, Debian, MX Linux und Pop OS. Diese 5 Stück sollen das werden. Und dann kann man hier auch nochmal die einzelnen Distributionen auswählen, die Version nochmal konfigurieren, falls ihr das falsch erkannt haben sollte. Das ist tatsächlich dann auch später wichtig, je nachdem, wie Prozeduren dann gehandhabt werden. Und ich wähle jetzt in dem Fall einfach mal Next aus, das passt, und dann sind wir hier auf der Suche. Das ist erstmal ein sehr unspektakuläres Fenster, allerdings ist da tatsächlich schon relativ viel Funktionalität nur in dieser UI drin, wenn man so möchte. Nebenbei, das Ganze wurde mit Flutter gebaut, das ist ein Framework von Google. Das Ganze ist komplett Open Source. Damit kann man entweder Webseiten, Web-Apps oder ganz normale Apps bauen, aber auch eben Desktop-Programme. Und das Ganze funktioniert am Ende mit einem eigenen Rendering-Framework und kann vielleicht langfristig eine Alternative zu GTK oder Qt herstellen. Schauen wir einfach mal, wie sich das integriert. Jedenfalls wächst das Framework gerade Tag zu Tag. Ubuntu beispielsweise möchte seinen neuen Installer in Flutter schreiben, ist damit quasi auch schon durch, ist leider noch nicht approved, aber ja, da ist man schon sehr, sehr weit gekommen. Und ich habe mich da jetzt aber nicht an irgendeinem bestimmten Framework oder bestimmten Bibliotheken orientiert. Ich habe da so ein bisschen meine eigene Grafikbibliothek dann zusammengeschustert anhand des, ich meine, das Material Design, was auch für Android verwendet wird. Aber ich habe da dann nochmal meine eigenen Ansichten und Buttons und so weiter geschrieben. Ja, also generell, was zeigt das erstmal hier oben an? Eigentlich, die Hauptsache ist diese Suche hier. Wir können hier irgendwas eintippen und wir finden sofort etwas. Beispielsweise, wenn ich jetzt einfach mal nach Internet suche,
dann finden wir beispielsweise hier auch direkt den Firefox. Möchte ich jetzt beispielsweise aber mal das Bild, was ich letztens geöffnet habe, öffnen, dann finde ich das hier auch direkt. Beispielsweise, ich habe jetzt mir letztens mal den Wall-E angeschaut. Dann sehen wir hier aber auch erstens verschiedene Bilder, die ich jetzt hier direkt habe. Beispielsweise hier mein Wall-E PNG. Ich klicke da drauf. Der Client bzw. der Assistant schließt sich und wir können hier ganz schön den Wall-E begutachten beispielsweise. Ja, das Schöne ist, man kann den Assistent auch sehr einfach herholen mit der Tastenkombination Alt-Q, so soll das dann auch später funktionieren, sodass er dann auch wirklich im Nu dann wieder oben ist und wenn man dann irgendwas startet, beispielsweise jetzt den Firefox tatsächlich, weil das gerade hier in der virtuellen Maschine läuft, läuft er noch etwas langsam tatsächlich, da muss man noch etwas an der Performance schrauben. Und genau, jetzt kann ich hier beispielsweise dann meine Lieblingswebseite beispielsweise öffnen. Ja, und der Client oder der Assistant ist dann tatsächlich immer im Hintergrund. Das ist eine schöne Sache und den kann ich mit Alt-Q auch immer sofort wieder herholen. Ich sehe direkt meinen aktuellen Arbeitsspeicherverbrauch und den aktuellen Swap-Verbrauch und auch den aktuellen Speicherplatzverbrauch in dem Fall, in meinem Fall die Linux Mint-Platte. Das sind jetzt in dem Fall die 26 von 30 GB. Das ist schon ordentlich. Hat man dann ein System mit mehreren Platten, sieht das dann schon ungefähr so aus. Also der erkennt alle Partitionen, die eingehängt sind. In meinem Fall sind das jetzt hier 4 Stück. Meine Data-Partition, meine SSD-Data-Partition, Steam-Library und wieder meine Root-Partition. Da wird dann jeweils der Name gewählt, halt eben von der Distribution, die wir gerade hier haben. Und genau, dann sieht man hier tatsächlich auch immer eine Live-Ansicht von dem momentanen Festplattenverbrauch und natürlich nochmal vom RAM und vom Swap-Verbrauch. Da könnte man tatsächlich auch nochmal weitere Info langfristig hinzufügen. Wichtig ist aber daran, dass man eigentlich, dass ich jedenfalls plane, dass das Ding hier nicht am Ende zu voll wird und wir zu viele Informationen haben, die der Hauptaspekt ist eigentlich wirklich diese Suche. Wir haben aber da unten auch vorgeschlagene Aktionen. Das soll dieser Assistant auch unterstützen, beispielsweise einen eigenen Security-Check, wo er einfach nochmal verschiedene Fälle durchprüft, wie das System aufgebaut ist, ob man denn ja, in der Sicherheit wirklich gerade, ich sag mal, gut abschneidet. Also, ich gebe dazu einfach mal mein Passwort ein. Wir brauchen nur in dem Fall das Root-Passwort, weil der Linux Assistant läuft standardmäßig nicht als Root. Das ist uns auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil eben ja, wir auch Sicherheitslücken von vornherein natürlich erstmal vorbeugen wollen. Ich wähle hier mal Legitimieren aus und jetzt analysiert er hier im Hintergrund unsere Systemsicherheit. Das dauert ein Momentchen und dann wird er uns anzeigen, hey, inwiefern ist denn jetzt unser Rechner hier sicher? Und dann kann man sich hier ein paar Haken holen. Schauen wir mal, wann er fertig ist. Jetzt sind wir drin. Okay, wir sehen tatsächlich, oh, das sieht irgendwie gar nicht so gut aus. Wir haben einmal Additional Software Sources. Wir haben hier einmal ein PPA noch hinzugefügt. Der warnt uns hier einfach in dem Fall, hey, wir haben verschiedene Fremdquellen in deren Sicht hinzugefügt. Da könnten Sicherheitslücken mit reinkommen, beziehungsweise könnten potenzielle Angriffsziele sein. Die kann man doch auch mal deaktivieren, sagt er hier. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal und dann zeige ich euch auch, dass das Ganze auch Früchte trägt. Das heißt, ich gehe mal auf die Anwendungspaketquellen in meinem Fall und tu jetzt hier einmal in den Additional Software Sources dieses PPA hier deaktivieren und wähle mal OK aus. Außerdem haben wir jetzt hier 99 Pakete, die aktualisiert werden müssen. Das ist eine große Sache. Klar, in dem Fall ist es jetzt ein System, was ich jetzt hier nicht groß rausgeholt habe. Und wir sehen, unsere Firewall ist inaktiv. Ja, in der Hinsicht ist eine Firewall nochmal empfohlen, besonders für Computer, die dann halt im Internet direkt erreichbar sind. Das sind auch wichtig, nur Empfehlungen. Er zeigt dir jetzt nicht an, okay, dein Rechner ist komplett sicher. Er zeigt dir auch wirklich an, was checkt er hier. Und von daher, genau. Natürlich ist es unmöglich, alle möglichen Sicherheitslücken vorzubeugen, das ist klar, aber so ein Grundverständnis für diese Sicherheit kann man dann doch auch so relativ einfach erreichen. Und jetzt beispielsweise aktiviere ich nochmal die Netzwerk, die Firewall, tu mal hier einfach mal reinhauen und dann wähle ich hier einmal nochmal Reload aus. Wir geben das Passwort ein und lassen das nochmal legitimieren.
und lassen das nochmal analysieren. Und dann sehen wir hier, perfekt, wir haben keine additional software sources, wir haben unsere Netzwerk Security scheint gut, also unsere Firewall ist da und rennt und läuft. Beispielsweise, wenn wir uns hier aber auch noch SSH installiert haben, dann würde er uns hier auch warnen, oder wenn wir hier RDP noch installiert haben, würde er uns auch noch warnen, beispielsweise hier unter der Network Security. Also da sind verschiedene Felder abgedeckt, das sind noch nicht allzu viele, das ist erstmal die Grundfunktionalität. Erweitern kann man das natürlich trotzdem sehr, sehr gut im Nachhinein und das auch beispielsweise nur für spezielle Linux-Distributionen, wo man sagt, okay, bei dieser Distro muss man da auch nochmal genau drauf achten. Das wird gehen am Ende. Außerdem, ja gut, Updates, klar. So, in dem Fall gehen wir jetzt aber mal zurück zur Suche und wir schauen uns nochmal weitere Sachen an. Beispielsweise gibt es noch eine Prozedur, eine relativ einfache Prozedur. Es sollen schwierigere bzw. komplexere kommen, aber auch einfache. Beispielsweise Warpinator ist tatsächlich auch nochmal eine Empfehlung. Das heißt, jetzt kam die sogar zufällig hier hoch. Er empfiehlt uns hier auch eigentlich ganz nützliche Apps, die man tatsächlich da mal verwenden kann. Beispielsweise in dem Fall Warpinator, womit man sehr, sehr einfach Dateien über das lokale Netzwerk versenden kann. Und hier erkennt er automatisch, ist Warpinator entweder über Flatpak oder APT schon installiert. Wenn das der Fall ist, dann starte Warpinator. Ansonsten installiere Warpinator. Für uns und in dem Fall bei Linux Mint ist es schon drauf. Von daher installiert er das nicht, sondern startet das Ganze auch nur für uns. Wäre Warpinator nicht installiert, dann würde er uns das anbieten, auch direkt zu installieren. Ansonsten einmal die momentan einflussreichste bzw. die neueste und auch in Anführungszeichen technisch spektakulärste Prozedur ist die After Installation. Ich wähle die jetzt hier einfach mal aus und dann sehen wir hier perfekt, welcome to your new Linux machine. Das könnte tatsächlich direkt beim ersten Start von einer Linux-Distribution angezeigt werden. Das ist jetzt hier nur natürlich beispielhaft. Man kann das natürlich auch ganz normal so, wenn man den Linux Assistant installiert hat, dann so auch aufrufen manuell und dann muss ich das natürlich auch nicht automatisch starten. Aber wir sehen hier, okay, welcome to your new Linux machine, und in dem Fall kann man jetzt erstmal verschiedene Sachen, ich sag mal, auswählen, die man jetzt hier installieren möchte. Das Coole hierbei ist, wir übernehmen hier jetzt erstmal keine Standards. Also wir sagen nicht, okay, gut, wenn jetzt Firefox nicht installiert ist, dann installiere es unbedingt beispielsweise, sondern der Nutzer sieht genau, welche Browser gerade aktiviert sind. Das geht auch über APT, Flatpak und Snap. Das heißt, wenn das Chromium Snap-Paket installiert ist, dann wird der das auch dort finden und sieht, okay, gut, Snap oder Chromium ist installiert. Oder hier erkennt er jetzt natürlich auch Firefox richtigerweise, auch beispielsweise auch unterschiedliche APT-Namen erkennt er, beispielsweise heißt Firefox unter Debian, Firefox-ESR unter der Haube, das erkennt er beispielsweise dann auch. Also der ist da tatsächlich sehr anpassbar und das ist tatsächlich auch schon so Cross-Plattform gewählt, dass man da auch unterschiedliche Paketmanager direkt von Anfang an unterstützt, sei es Flatpak, Snap oder APT. In dem Fall kann ich jetzt beispielsweise sagen, okay, ich möchte noch Chromium zusätzlich installieren. Ich wähle hier das einmal aus, dass hier der Haken drin ist, und ich wähle einfach mal Next aus. Und der checkt nämlich hier gerade extra, während das geladen wird, ob die Anwendung überhaupt installiert ist. In dem Fall ist jetzt nur LibreOffice installiert, ist klar. OnlyOffice oder WPS Office könnte man hier dann auch noch zusätzlich installieren. Eigentlich wollte ich da SoftMaker Office drin haben, aber SoftMaker Office gibt es unter keinem dieser drei Paketmanager. Und von da ist er leider jetzt WPS Office gelandet, aber es ist halt eben hier auch nochmal beispielhaft. Und die Logos laden hier noch nicht. Das sollte eigentlich nicht sein. In der Regel kommt der Linux Assistant auch mit eigenen Logos hinterher. Also erstens versucht er natürlich immer die System-Icons zu verwenden. Wenn es kein System-Icon dazu gibt, dann sucht er in einem lokalen Verzeichnis, was da mitkommt. Das funktioniert jetzt anscheinend gerade hier noch nicht zu 100%. Da muss ich nochmal schauen, woran das liegt. Und wenn das nicht geht, dann nimmt er ein generisches Icon, was wir jetzt hier in dem Fall geladen haben. Und dann können wir hier auch auswählen, okay, beispielsweise ich möchte LibreOffice deaktivieren, also deinstallieren, und möchte anstatt nur OnlyOffice haben, könnte ich hier auch machen. Und dann würde er mir das dann auch so installieren. Wisst ihr was, das machen wir einfach mal just for fun. Dann wähle ich einmal Next aus und wir sehen hier einmal die Communication Software. Ja, leider funktionieren gerade nicht die mitgelieferten Icons, das ist ja schade. Naja, ist halt eben noch eine Beta, muss man sagen.
Und jetzt kann man hier zwischen verschiedener Communication Software auswählen. Wenn einem jetzt das Fenster hier zu klein ist, natürlich können wir das hier vergrößern und dann passt der die Kacheln dementsprechend auch an. Beispielsweise jetzt hier Thunderbird ist standardmäßig natürlich installiert, hat er erkannt. Dann kann man jetzt beispielsweise noch in Discord beispielsweise noch installieren, Jitsi Meet und vielleicht noch Element beispielsweise. Ich möchte aber gar nicht so viel installieren, das ist alles viel zu viel. Und der erkennt hier tatsächlich, beziehungsweise hier ist eingerichtet, je nachdem auch was für eine Distribution installiert ist, werden auch verschiedene Software-Manager bevorzugt. In der Regel wird immer APT bevorzugt, das heißt, er versucht erstmal Element über APT zu installieren. Gibt es Element nicht über APT, versucht er das in dem Fall dann über Flatpak zu installieren. Gibt es Element nicht über das Flatpak, über das FlatHub, dann würde er versuchen, das über das Snap zu installieren. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache und jetzt kann ich hier beispielsweise noch Thunderbird und halt eben Element auswählen und dann wähle ich einfach nochmal Next aus und dann kann man jetzt hier einmal sagen, okay gut, es reicht jetzt, ich habe meine Anwendung installiert, ich möchte jetzt auch keine automatischen Sachen mehr durchführen, aber ich kann hier auch nochmal eine automatische Konfiguration auswählen. Wir wollen natürlich hier erstmal alles sehen. Und dann sehen wir hier erstmal nochmal verschiedene Kacheln, die auch nochmal automatisch, ich sag mal, geladen werden. Also einmal installiere Multimedia-Codex. Also der schaut, dass die Multimedia-Codex installiert werden, dass die automatischen Snapshots eingerichtet werden. Dann tut er tatsächlich auch direkt Timeshift. Wenn das nicht drauf ist auf dem Rechner, installieren und auch schon direkt einrichten und konfigurieren, sodass man da auch nicht mehr reingehen muss. Und dann auch nochmal die Konfiguration von automatischen Updates. Hier greift es in dem Fall auf den Update Manager von Linux Mint zu und stellt den auch wirklich so ein. Bei den anderen Distributionen würde er unattended Upgrades beispielsweise installieren. Aber so sieht es die Automatic Configuration in der virtuellen Maschine aus. Wenn ich den Linux Assistant auf meinem richtigen Rechner öffne und hier mal auf die After Installation gehe, so ist nebenbei die richtige Performance, also die ist noch mal ein bisschen schneller und ein bisschen, ich sag mal, besser. Und dann finden wir hier tatsächlich auch noch mal eine automatische NVIDIA-Treiber-Installation. Das heißt, er hat währenddessen schon gecheckt, gibt es eventuell NVIDIA-Treiber, beziehungsweise hat der Rechner eine NVIDIA-Karte. Wenn er eine NVIDIA-Karte hat, dann würde er uns auch die automatische NVIDIA-Treiber-Installation anbieten und sagt, hey, komm, installiere alle Recommended Drivers. Das funktioniert auch in dem Fall nur unter Linux Mint und Ubuntu. Unter Debian würde das nicht gehen, weil tatsächlich bis jetzt so als Regel auch existiert, füge keine Fremdquellen automatisch hinzu, ohne den Nutzer zu fragen, da diese NVIDIA-Treiber momentan noch nicht in den Debian-Main-Quellen drin ist, direkt von der Installation her, wird er dann das auch nicht anbieten unter Debian. Das heißt, dieser Linux Assistant ist auch darauf programmiert, darauf ausgerichtet, sich auf die einzelnen Distributionen auszurichten und anzulegen und dann auch nochmal eigene Prozeduren pro Distribution zu haben, beziehungsweise diese Prozeduren nochmal angepasst zu haben. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. In dem Fall möchte ich jetzt hier alles konfigurieren. Ich wähle einmal Next aus und jetzt erst haben wir ganz viele verschiedene Sachen ausgewählt und ihm gesagt, hey, mach das so und so. Und jetzt am Ende können wir einmal unser Root-Passwort eingeben und dann macht er hier alles. Ja, also ich gebe hier einmal das Passwort ein und er hat sich währenddessen alles mitgespeichert. Gut, was soll gemacht werden? Und dann macht er das jetzt. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. So, währenddessen, da der das jetzt hier gerade in der virtuellen Maschine installiert, öffne ich nochmal meinen Linux Assistant, wie ich ihn habe. Und tatsächlich nutze ich diesen persönlich mittlerweile auch eigentlich mehrmals am Tag, alleine nur um Dateien zu öffnen. Extrem schnell, nicht jede Distribution, nicht jeder Desktop hat eine super gute Dateisuche. Und tatsächlich hat das hier in dem Fall der Linux Assistant. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier einmal Tux minus Tage eingebe, dann finden wir hier alle Dateien, die hier bezüglich den Tux-Tagen oder wo Tux-Tage im Pfad oder die auch Tux-Tage heißt, findet man dann hier tatsächlich alle auch nochmal so sortiert, dass die besten Treffer natürlich oben sortiert werden. Beispielsweise finden wir hier direkt die Tux-Tage-PDF-Datei in den Downloads, aber auch weiter unten nochmal verschiedene Rechnungen und alles Mögliche. Und dann kann man sich hier tatsächlich hier auch durch die ganzen Dateien schlagen. Beispielsweise möchte ich mal mein Programm.ods öffnen, dann gebe ich das hier einfach ein und er findet das sofort und das muss ich in der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen einfach irgendwann mal geöffnet haben
und der findet diese Datei. Wichtig ist, der Linux Assistant spioniert hier jetzt keinen aus oder macht jetzt komische Tricks, um dann jetzt hier diese letztgenutzten Dateien zu finden. Der macht das ganz einfach anhand dem, was die Distribution einem angibt. Beispielsweise, das müsste, glaube ich, irgendein GTK-Projekt sein, meine ich, oder ein GNOME-Ableger, die dann halt eben das auch einfach abspeichern, wann welches Programm oder welche Sache geöffnet wurde. Und wenn ich jetzt natürlich das einfach mal öffne, kann ich mal machen, so wichtige Dateien stehen dann nicht drin. Wir sehen, es wurde anscheinend irgendein Snap installiert. und dann öffnet er tatsächlich auch die Datei in dem richtigen Programm. Und je nachdem, ob das ein Bild ist, öffnet er es natürlich im Bildprogramm. Oder je nachdem, wie man es dann halt eben ganz normal im normalen Dateimanager öffnen würde. Außerdem gibt es auch noch mal eine coole Sache. Alleine diese Funktion, muss ich sagen, hat für mich auf jeden Fall schon das Argument, den Linux Assistant mal zu nutzen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht von GNOME abhängig ist, beziehungsweise keinen GNOME-Desktop hat, dann ist diese Suche extrem hilfreich und die ist auch tatsächlich extrem schnell. Manchmal laden die Icons noch etwas länger. Wenn ich jetzt beispielsweise hier irgendwas mal mit Vieh oder irgendwas sowas eingebe, dann dauert das manchmal teilweise relativ lange, bis die Icons geladen wurden. Vielleicht gibt es da auch nochmal Abkürzungen, wo die Icons schneller geladen werden. Bis jetzt sucht er tatsächlich für jede einzelne Anwendung dann halt nochmal manuell ein Icon dann in der jeweiligen Startdatei. Das kann vielleicht noch langfristig etwas besser werden. Vielleicht finden wir da nochmal ein paar Abkürzungen. Beispielsweise weitere Sache, wenn ich jetzt beispielsweise mal HTOP öffnen möchte, dann Mist, HTOP ist noch gar nicht installiert. Naja gut, dann bietet er uns doch direkt auch einfach an, HTOP zu installieren. Mittlerweile ist auch eine APT-Suche integriert. Das heißt, je nachdem, was ich in die Suchzeile eingebe, sucht er dann tatsächlich auch Pakete und findet die dann. Na, aber wenn ich jetzt hier beispielsweise Libre eingebe, das sind ja extrem viele Pakete wahrscheinlich, die dazukommen würden, dann liefert er mir hier auch keine Ergebnisse. Wenn es zu viele sind, ich glaube über 100, dann tut er mir die ganzen auch nicht mehr anzeigen, sondern zeigt dann halt eben nur andere Ergebnisse an. Oder nehmen wir einfach mal Mint, da gibt es sowieso extrem viel, also wir haben ja auch Systeminformationen tatsächlich, die hier direkt anzeigt und die dann auch tatsächlich öffnet. Aber wenn wir jetzt hier weiter runtergehen, dann sehen wir hier tatsächlich auch, okay, zeigt uns auch nochmal mehr Pakete an, die wir hier installieren können. Ne? Und die zeigt tatsächlich auch eher erst am Schluss ein, weil ich glaube, häufig möchte man dann vielleicht einfach irgendeinen Ordner oder irgendeine Datei öffnen, die jetzt in dem Fall da Sinn macht. Außerdem, tatsächlich wird beispielsweise auch die Favoritenfunktion von dem Linux Mint unterstützt. Beispielsweise habe ich jetzt ein Favoritenmitgliederverzeichnis, da haben wir ihn eben schon gehabt, Mitgliederverzeichnis, dann finden wir den hier tatsächlich. In dem Fall muss man leider auch sagen, manchmal werden Dateien noch doppelt angezeigt, je nachdem, wenn die aus verschiedenen Quellen eben noch zu finden sind, gibt es da jetzt auch noch teilweise eine Doppelung, vor allem Dingen, wenn die unter unterschiedlichen Pfaden drin sind. Wobei jetzt beispielsweise hier zweimal das gleiche, naja, ist noch eine Alpha. Von daher, ich denke, wenn das unter dem Weihnachtsbaum liegt, dann hat man da nur noch ein Ergebnis. Und natürlich kann man den ganzen Spaß per Tasten bedienen und kann dann hier auch ganz einfach die jeweilige Datei oder den jeweiligen Eintrag auswählen. Das ist momentan aktuell, was der Linux Assistant kann. Jetzt hat nebenbei auch in der virtuellen Maschine das Ganze, die ganze Einrichtung funktioniert und dann kann man sich natürlich am Ende auch nochmal den Log anzeigen lassen und dann kann man auch hier nochmal genau sehen, was hier jetzt eigentlich gemacht wurde. Und das ist tatsächlich auch nochmal extrem wichtig. Wir sehen, hier hat er dann anscheinend irgendwas anderes gerade gemacht und dann, genau, sobald er hier fertig war, hat er dann hier beispielsweise auch schon verschiedene Einstellungen getätigt und dann kann man sich hier ganz genau den Log anschauen. Genau, ja, leider hat er hier häufig gewartet, weil anscheinend Linux Mint sich gerade selber automatisch dann installiert hat. Wobei ich meine, es war wahrscheinlich schon vorher eingestellt, weil die Programme werden zuerst installiert und dann wird erst ganz am Ende beispielsweise die automatischen Updates eingerichtet. Genau, das wäre es momentan dazu, was jetzt hier der Linux Assistant kann. Ja, für den Weihnachtsbaum sollen dann noch ein paar Funktionen hinzukommen. Beispielsweise soll, wenn alles klappt, ein Energiemodus kommen, ein Energieverwaltungsmodus, ein PC-Gesundheitschecker, der vor allem die Dateistruktur durchsucht oder vor anderen komischen Konfigurationen warnen soll.
Der kann natürlich nicht am Anfang alles abdecken, was alles denkbar unter Linux ist, aber die gröbsten Sachen sollen damit geklärt werden, aber beispielsweise auch ganz einfache Aktionen, wie beispielsweise ein Herunterfahren-Befehl werden kommen, ein Timer erstellen wird kommen, eine Feedback-Funktion tatsächlich bekommen, wo man dann auch einfach sagen kann, hey, beispielsweise, ich habe unter der Suche unter meinem System nichts gefunden, bitte schreibt das sofort an den Entwickler, dann soll da so ein kleiner Button hinkommen, wo man dann auch relativ einfach Feedback, ich sag mal, dann auch wieder zurück an die Entwickler schicken kann. Ansonsten sollen noch so Kleinigkeiten hinzukommen, wie beispielsweise, dass Flatpak, wenn es nicht installiert ist, automatisch eingerichtet werden kann, wenn man möchte. Da gibt es dann eine Frage, dann nach dem After-Installation-Modus. Tatsächlich auch eine ganz einfache Exit-Option wird es geben, wo man dann ganz einfach nach Exit hier Exit eingeben kann und tatsächlich den Linux Assistant auch so schließen kann, wie im Terminal beispielsweise, dass man sich hier auch ein bisschen wohler fühlt. Oder natürlich, habe ich noch gar nicht gezeigt, es gibt auch immer die Websuche. Das heißt, wenn man keine Einstellungen findet, dann wird tatsächlich auch der Webbrowser geöffnet und sucht das dann Ganze in der Standardsuchmaschine. In dem Fall ist jetzt hier leider Google als Standard eingetragen und dann sehen wir jetzt hier auch beispielsweise die Suchergebnisse zu dem jeweiligen Wort, was wir da eingegeben haben, nochmal so nebenbei. Ansonsten eine deutsche Übersetzung wird kommen und verschiedene Designanpassungen sowie auch bessere Integration ins System. Und dann schauen wir mal, was da sonst noch kommt. Ja, hoffentlich liegt das dann unterm Weihnachtsbaum. Man kann es dann hoffentlich auch über verschiedene Methoden installieren. Geplant ist über das ganz normale FlatHub. Aber auch eine TGZ-Version ist geplant, vielleicht noch eine DEB-Version, ein DEB-Paket, was man einfach runterladen kann, wodurch dann auch die Installation des Linux Assistants einfach gemacht werden soll. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Linux Assistant haltet. Habt ihr schon Feedback an mich, dann schreibt das auch gerne. Ja, wenn ihr euch das Projekt mal genauer anschauen wollt, wie das bis jetzt realisiert wurde, wie das im Hintergrund arbeitet, es sind noch viele technische Gegebenheiten da drinnen unter der Haube, die ich noch gar nicht genannt habe. Aber auch wenn ihr einfach nur Feedback habt oder eine Idee habt, dann schaut gerne mal auf dem GitHub-Repository vorbei. Das Ganze ist auch in der Vortragsbeschreibung als Webseite verlinkt. Und dann findet ihr hier einmal den Linux Assistant. Ihr könnt ihn auch sogar schon vorab testen. Hier ist auch nochmal eine kleine Bildanleitung. Ja, ich würde mich freuen, mit euch gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen, Feedback zu erhalten. Und würde mich freuen, wenn er dann allerspätestens nach Weihnachten sagt, hey, die App ist so cool, die möchte ich mir auch auf meinen eigenen Rechner installieren. Dann wird das hoffentlich sehr, sehr einfach funktionieren. Langfristig sind natürlich weitere Distributionen geplant, wie beispielsweise Manjaro oder Fedora oder OpenSUSE, die alle die Distributionen, ich sag mal, in gewisser Weise respektieren sollen, beziehungsweise Entscheidungen von diesen Distributionen respektieren sollen. Mit dem Linux Assistant soll nicht jede Linux-Distribution gleich gemacht werden, sondern der Linux Assistant soll den Gebrauch von Linux erleichtern, den Umstieg auf andere Distributionen erleichtern und gegebenenfalls langfristig auch durch Synergieeffekte zwischen den Linux-Distributionen punkten und am Ende einfach ein ganz schneller kleiner Begleiter sein, den ich ganz einfach mit Alt-Q hier öffnen kann. Meistens ist er so klein. Ich kann meine Datei, mein Programm suchen. Und dann öffnet er das. Später sind beispielsweise auch offene Tabs bzw. Lesezeichen von den Browsern möglich. Möglichkeiten gibt es da viele. Insgesamt soll das Ding aber relativ performant bleiben und sehr schnell und responsiv im Einsatz sein. Das wäre es soweit gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch dafür ein bisschen begeistern. Und das wäre es von mir zu diesem Punkt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.